Dieses Video wird um die Welt gehen. Sehen Sie es sich an. Die Reformen, die ich vorschlage, beziehen sich nicht auf jene, die sich illegal hier aufhalten. Lüge! Wir unterbrechen unser Programm für folgende wichtige Nachricht. Den vollständigen Zusammenbruch des Systems. In dieser Situation versuchen Regierungen normalerweise, ihre Schulden durch Inflation Herr zu werden. Welche Möglichkeit haben die USA beim nächsten Mal? Sagen wir 2012, 2011 oder 2010. Was werden die USA tun? Ihre Schulden erneut verfünffachen? Die Regierung beabsichtigt, die Währung abzuwerten. Und wer leidet darunter am meisten? Die Armen, weil die Preise steigen. Erinnern Sie sich, die keynesianische Antwort auf Rezessionen lautet, erhaltet den Boom aufrecht, irgendwie. Haltet die Zinsen so niedrig wie möglich. Hauptsache, er wird angeheizt. Es gibt keinen Grund für uns, von diesem Zug nicht abzuspringen, selbst wenn er auf einen Abgrund zurast. Wenn wir weiterhin die Wirtschaft stimulieren, Geld drucken und mit den Rettungsaktionen fortfahren, dann werden wir in ein paar Jahren eine Währungskrise haben. Der Dollar wird zusammenbrechen und unsere Lebenshaltungskosten außer Kontrolle geraten. Der Dow Jones ist seit seinem Tiefstand im März 2009 um 70% gestiegen. Der Ölpreis ist seit seinem Tief im Februar 2009 um 86% gestiegen. Der Preis für Kupfer seit seinem Tief Dezember 2008 um 172%. Die Preise nahezu aller Aktien und Rohstoffe sind in den Himmel geschossen, weshalb Wirtschaftsanalytiker behaupten, die Rezession sei vorüber und die Wirtschaft erhole sich. Aber wie kann es eine wirtschaftliche Erholung geben, wenn die Arbeitslosigkeit einschließlich unfreiwillig nur Teilzeitarbeitender sich mit 16,9% noch immer auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten befindet? Die Wahrheit ist, unsere Wirtschaft erholt sich keineswegs. Die Preise steigen lediglich durch Inflation. Unsere Wirtschaft wird eingeschmolzen und kocht gleichzeitig über. Melt-up. Die Federal Reserve Bank hat über 17 Monate den Zinssatz auf 0% gehalten. Unser Finanzsystem ist mit Billionen frisch gedruckter Dollars überflutet worden. Im vergangenen Jahr, in dem die Wall Street extra Boni in Rekordhöhe verteilte, ist es jenen, die Zugriff auf das billige Geld der Fed haben, gut ergangen. Auf Kosten der restlichen Bevölkerung, die mehr und mehr auf Arbeitslosengeld und Essensmarken angewiesen ist. Gegenwärtig empfangen 39,4 Millionen Amerikaner Essensmarken, 22,4% mehr als ein Jahr zuvor. Der Bezug von Essensmarken ist seit 14 Monaten ständig gestiegen. Im Jahr 2009 haben amerikanische Bürger Transferleistungen in Höhe von 2,1 Billionen Dollar erhalten, was exakt den 2,1 Billionen Dollar entspricht, die sie an Steuern gezahlt haben. Im Jahr 2010 wird die Regierung mehr Geld für Sozialleistungen ausgeben, als sie an Steuern einnimmt. Und das Haushaltsdefizit wird voraussichtlich 1,6 Billionen Dollar erreichen. Die staatlichen Ausgaben sind derart außer Kontrolle geraten, dass selbst eine Besteuerung des Einkommens in Höhe von 100% nicht ausreichen würde, das Haushaltsgleichgewicht wiederherzustellen. Niemand will zugeben, dass dieser Staat bankrott ist. Aber sie geben weiter Geld aus. Je schlimmer es wird, desto mehr geben sie aus. Dass das nicht ewig gut gehen kann, schreien die Spatzen von den Dächern. Als 1966 die öffentliche Krankenversicherung eingeführt wurde, beliefen sich die Kosten auf 3 Milliarden Dollar. Und es wurde geschätzt, dass die jährlichen Kosten auf 12 Milliarden Dollar im Jahr 1990 steigen würden. Die tatsächlichen Kosten betrugen 1990 107 Milliarden Dollar. 792% mehr als vorausgesagt. Und heute belaufen sich die jährlichen Kosten auf 408 Milliarden Dollar. Zu Beginn des Irakkrieges 2003 veranschlagte das Weiße Haus die Gesamtkosten des Krieges auf 50 bis 60 Milliarden Dollar. Tatsächlich hat er bereits 713 Milliarden Dollar gekostet, mehr als 1000% mehr als geplant. Das Congressional Budget Office schätzt, dass die kürzlich verabschiedete Gesundheitsreform innerhalb der nächsten 10 Jahre Kosten in Höhe von 940 Milliarden Dollar verursachen wird. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit ist aber zu erwarten, dass sie sich in diesem Zeitraum auf mehrere Billionen Dollar belaufen werden, was sie zum letzten Nagel im Sarg der US-amerikanischen Wirtschaft werden lässt.
Es ist ein schlechtes Gesetz. Es wird den Bankrott dieses Landes beschleunigen. Und das amerikanische Volk muss sich dem stellen. Es wird uns finanziell derart zugrunde richten, dass dieses Volk sich wird entscheiden müssen, ob es in einem freien Land leben will oder in einem totalitären System. Bis heute hält sich unsere Wirtschaft über Wasser, dank des Status des Dollars als weltweite Reservewährung und der Möglichkeit, unbegrenzte Geldmengen von China zu leihen. Jahrelang ist es Amerika gelungen, die Chinesen zu überzeugen, ihre fällig werdenden Staatsanleihen einschließlich Zinsen in große Mengen neuer Anleihen zu investieren. Aber 4 Monate in Folge hat China nun seine Bestände an US-Staatsanleihen reduziert und wird deshalb von den USA der Währungsmanipulation bezichtigt. Wir erleben einen Kampf zwischen den USA und den Chinesen, die von ihnen als Währungsmanipulatoren bezeichnet werden. Nehmen wir an, China werte den Yuan auf. Glauben Sie, dass die Amerikaner dann den Exportmarkt in Schwung bringen werden? Falls sie ihn wirklich erhöhen, werden sie mehr von allem kaufen, weil ihr Geld mehr wert ist. Mehr Gold, mehr Kapitalanlagen. China hat seine Währung manipuliert, indem es sie an den US-Dollar gekoppelt hat. Aber diese Koppelung ist es, die es den Amerikanern ermöglicht hat, ihren Lebensstandard so lange künstlich hochzuhalten. Falls China auf die amerikanischen Politiker hört und seine Währung aufwertet, werden die Amerikaner nicht länger in der Lage sein, billig Waren aus China zu importieren. Amerikanische Politiker wollen die Aufwertung der chinesischen Währung, weil sie glauben, dadurch würde sich unser Handelsdefizit reduzieren. Selbstverständlich würde unser Handelsdefizit schwinden, wenn wenige Waren aus China importiert werden. Aber es würde nicht zu der beabsichtigten Steigerung der Exporte kommen. Früher gab es in den USA Firmen wie RCA und Zenith, die TV-Geräte herstellten. Der vertrauenswürdigste Name im Fernsehgeschäft. Aber heute ist keine der Fabriken mehr übrig. 1910 wurden 70% der Damen- und 40% der Herrenkleidung in New York hergestellt. Heute existiert in New York keine Textilindustrie mehr und 34,5% der in den USA verkauften Kleidung wird aus China importiert. Anstatt in die Wiederbelebung unseres Produktionsstandortes zu investieren, gibt die US-Regierung gegenwärtig $1 Billion jährlich zur Unterhaltung weltweiter Militärstützpunkte in 140 Ländern aus und finanziert nicht enden wollende Kriege in Ländern wie dem Irak. Krieg um Krieg führen, jährlich Billionen aus uns herauspressen, um unser Imperium zu finanzieren und mit 700 Stützpunkten in 140 Ländern präsent zu sein. Es sind immer die finanziellen Probleme, die Imperien in die Knie zwingen. Und wir befinden uns gegenwärtig in einem finanziellen Chaos. Es sollte für jeden offensichtlich sein, dass weder China noch Indien noch Russland irgendein Interesse an einem amerikanischen Erfolg in Afghanistan haben. Der Krieg wird endlos weitergehen. Es ist gut möglich, dass die Situation in der ganzen Region eskaliert. Und sobald Krieg ausbricht, liegt üblicherweise die Preisgrenze für Rohstoffe irgendwo in den Wolken. Der Ölpreis erreichte trotz abnehmender Nachfrage aus den Industrieländern im Juli 2008 ein Hoch von $147 pro Barrel. Der Kongress veranstaltete eine Anhörung über die Ursachen der steigenden Ölpreise, ohne zu realisieren, dass es die eigene Defizitfinanzierung war, die den Preis in den Himmel schießen ließ. Als der Ölpreis $147 pro Barrel erreicht hatte, betrug die Arbeitslosenquote lediglich 10,5%. Durch Einschränkungen bei den zur freien Verfügung stehenden Ausgaben konnten die meisten Familien sich weiterhin Benzin leisten. Wenn der Ölpreis das nächste Mal auf $147 pro Barrel steigt, gibt es möglicherweise doppelt so viele arbeitslose Amerikaner. Familien werden keine finanziellen Mittel mehr zur freien Verfügung haben, an denen sie sparen können. Die durchschnittliche amerikanische Familie könnte gezwungen sein, weniger zu essen und Heizung und Klimaanlage abzuschalten, nur um sich Benzin für ihr Auto leisten zu können. Während hauptsächlich aufgrund gestiegener Preise die US-Verbraucherausgaben 5 Monate in Folge angestiegen sind, ist die Sparquote mit 3,1 auf den tiefsten Stand seit Oktober 2008 gesunken.
43% der Amerikaner verfügen über weniger als $10.000 als Altersrente. Was wird geschehen, wenn die Regierung zwangsläufig die ausstehenden Sozialleistungen schuldig bleiben muss? Der Ruhestand wird der Vergangenheit angehören. Amerikaner, die dem Ruhestand entgegengehen, müssen davon ausgehen, dass es Sozialleistungen in Zukunft nicht mehr geben wird. Bernie Madoff ist aus gutem Grund im Gefängnis. Er ist dort, weil Schneeballsysteme nicht funktionieren. Sie funktionieren im privaten Sektor genauso wenig, wie sie funktionieren, wenn die Regierung sich an ihnen versucht. Wenn wir nicht etwas unternehmen, und zwar bald, erleben wir ein Desaster im sozialen Bereich. Rentner werden bald wieder auf den Arbeitsmarkt gezwungen werden, wodurch die Arbeitslosenrate den Stand der großen Depression erreichen könnte. Der einzige Wirtschaftsbereich mit wachsenden Beschäftigtenzahlen ist die Regierung. Die Regierung hat kürzlich 1,2 Millionen Zeitarbeiter für die Volkszählung eingestellt. Obwohl die meisten Wirtschaftswissenschaftler die Volkszählung als Wirtschaftsboom preisen, tragen diese Angestellten in keiner Weise produktiv zur Wirtschaft bei. Sie kassieren lediglich einen Gehaltscheck, der ihnen ermöglicht, gegen uns alle am Wettkampf um Konsumgüter teilzunehmen. Nebenleistungen mitgerechnet, verdient der durchschnittliche öffentliche Angestellte doppelt so viel wie der durchschnittliche Privatangestellte. Während die Löhne im privaten Sektor schrumpfen, erhielten öffentliche Angestellte 2010 eine Gehaltserhöhung von 2%, nachdem sie 2009 eine Erhöhung von 3,9% erhalten hatten. Wie kann das sein? Sie sollten Angestellte der Öffentlichkeit sein. Sie sollten für uns arbeiten. Sind wir hier in der Twilight Zone? Es gab mal eine Zeit, als die Staatsdiener tatsächlich weniger verdient haben. Sie waren wirklich Diener. Wer ist heute der Diener? Die US-amerikanische Staatsverschuldung beträgt gegenwärtig $12,8 Billionen. Allerdings weigert sich die Regierung, die Schulden von Fannie Mae und Freddie Mac in die Bilanz einzubeziehen, obwohl es sich bei beiden inzwischen um öffentliche Unternehmen handelt. Zuzüglich deren Schulden in Höhe von $6,3 Billionen beträgt die tatsächliche Staatsverschuldung $19,1 Billionen. Addiert man die $60 Billionen unfundierter Schulden aus Sozialversicherung, öffentlicher Krankenversicherung und Gesundheitsfürsorge, haben die Staatsschulden eine Höhe von $79 Billionen erreicht, mehr als das 5,5-fache des Bruttoinlandsprodukts von $14,2 Billionen. Diese Schulden werden niemals zurückgezahlt werden können, ohne dass die Regierung mehr Geld druckt und dadurch eine Hyperinflation auslöst. Die größte wirtschaftliche Erfolgsgeschichte Amerikas im letzten Jahrzehnt war Apple Incorporated, der Hersteller des iPod, iPhone und des neuen iPad. Im Steuerjahr 2009 verbuchte Apple Kosten in Höhe von $2,28 Milliarden für Einkommensteuern. Die USA bräuchten im kommenden Jahr 700 Unternehmen vom Schlage Apples, um genug Steueraufkommen zu erzielen, um allein das für 2010 erwartete Haushaltsdefizit auszugleichen. Das ist unmöglich. Die einzige Möglichkeit für unsere Wirtschaft, sich wirklich zu erholen, sind dramatische Kürzungen der Regierungsausgaben und die Abschaffung überflüssiger Behörden, wie der Energiebehörde. Der Grund, sie einzuführen, war, unsere Abhängigkeit von ausländischem Öl zu beenden. Das war das Ziel. Zur Zeit ihrer Gründung importierten wir etwa 50% unseres Ölbedarfs. Heute importieren wir 70%. Ein kolossaler Fehlschlag, für den jährlich $30 Milliarden aufgewendet werden. Weg damit! Neben der Energiebehörde muss auch das Bildungsministerium abgeschafft werden. 2009 betrugen die Kosten für das Bildungsministerium $63,5 Milliarden. 40% mehr als die $46,3 Milliarden im Jahr 2002. Das durchschnittliche jährliche Schulgeld für den Besuch eines privaten vierjährigen College betrug 2009 $26.273. 41% mehr als die durchschnittlichen $18.596 im Jahr 2002. Es ist kein Zufall, dass das Schulgeld nahezu parallel zu der Geldverschwendung des Bildungsministeriums steigt. In China bezahlen die durchschnittlich 25 Millionen Schüler im Schnitt zwischen $400 und $2.200 jährlich für den Unterricht an öffentlichen oder privaten Colleges. Nicht nur, dass der College-Besuch in China im Vergleich zu den USA nur ein Zehntel kostet. Wir wagen auch zu vermuten, dass die Chinesen eine bessere Bildung als die Amerikaner erhalten. Denn in China gibt es keine Arbeitslosenunterstützung und keine Essensmarken, auf denen man sich ausruhen kann. Die Chinesen sind motiviert, sich zu bilden und durch harte Arbeit zur Volkswirtschaft beizutragen. Denn wenn sie nicht arbeiten, müssen sie hungern.
Der durchschnittliche Amerikaner will bezahlt werden, gut leben und bei möglichst wenig Arbeit möglichst faul sein. Warum auch arbeiten, wenn man Geld dafür bekommt, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun? Sollen die Chinesen doch Güter produzieren, die wir umsonst konsumieren? Viele amerikanische Arbeitgeber erkennen, dass es nicht nur billiger ist, Arbeitsplätze nach China oder Indien zu verlagern und dass die Arbeiter dort nicht nur motivierter sind, sondern auch, dass in Übersee für sie weniger Verpflichtungen bestehen. Das kürzlich verabschiedete Gesetz über den Patientenschutz und erschwingliche Gesundheitsfürsorge verpflichtet Unternehmen mit mehr als 50 Angestellten, Müttern angemessene Pausen zum Stillen oder zum Benutzen einer Muttermilchpumpe zu gewähren und dazu einen abgetrennten Raum außerhalb der Toiletten zur Verfügung zu stellen. Nahezu jeder Arbeitgeber in den USA hätte den gesunden Menschenverstand und den Anstand, dies von sich aus zu tun. So aber werden amerikanische Betriebe unnötig mit der Erfüllung eines überflüssigen Gesetzes belastet. Amerikanische Arbeitgeber werden dafür bestraft, in diesem Land Arbeitsplätze zu schaffen. Allein die Gesetze über Mindestlöhne haben Millionen potenzieller Einstiegsjobs vernichtet. Chicken of the Sea musste vor kurzem seine Fabrik in amerikanisch Samoa schließen und 2041 Angestellte entlassen, nachdem das Mindestgehalt um 50% erhöht worden war. Die schlichte Beseitigung des gegenwärtigen Mindestlohns von $7,25 pro Stunde und die Einführung einer Lohnobergrenze von $7,25 für öffentliche Angestellte würde bereits viel zur Stabilisierung der unausgeglichenen amerikanischen Wirtschaft beitragen. Unglücklicherweise ist das, was wir gegenwärtig in Washington erleben, eine Farce. Wären die Republikaner an der Macht, hätten sie die kürzlich verabschiedeten Gesundheitsreformen unterstützt. Es existiert nicht der geringste Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten. Keiner von beiden will die Befugnisse der Regierung einschränken und die Verfassung schützen. Die bloße Existenz der Federal Reserve Bank und das Drucken von Fiat-Geld sind verfassungswidrig. Trotzdem gibt es darüber keine allgemeine Empörung. Das amerikanische Volk wird abgelenkt durch die täglichen Debatten in Washington und die Diskussionen über Steuererhöhungen und Senkungen. Aber die Tatsache, dass über Jahrzehnte hinweg die Steuereinnahmen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt relativ unverändert geblieben sind, zeigt, dass die Diskussion über Steuern müßig ist. Der amerikanische Bürger wird jetzt schon durch die Steuern bis aufs Hemd ausgezogen. Jegliche weiteren Steuern werden das Steueraufkommen nur verringern. Unser Land hat keinerlei Möglichkeit, jemals seine Staatsschulden und die unfundierten Schulden durch Steuern auszugleichen. Der amerikanische Bürger wird letztendlich die Geldverschwendung der Regierung in Form einer Inflation zu spüren bekommen. Zurzeit ist eine Inflation das Letzte, woran der Durchschnittsbürger denkt, aber schon bald wird es seine Hauptsorge sein. Inflationen schieben Probleme nur hinaus. Sie lenken Ressourcen in Wirtschaftszweige, in die sie ansonsten nicht fließen und in die sie eine gesunde Wirtschaft nicht lenken würde. Letzten Endes müssen Ressourcen, einschließlich Arbeitskraft, dahin fließen, wo der Markt sie benötigt. Die USA befinden sich gegenwärtig in einer kurzen Phase der Euphorie, in der die von der Federal Reserve verursachte Geldvermehrung den Anschein einer wirtschaftlichen Erholung ohne den zerstörerischen Nebeneffekt der Preisinflation erzeugt. Obgleich dieser Zustand eventuell noch ein oder zwei Jahre aufrechterhalten werden kann, ohne eine Hyperinflation zu verursachen, wird am Ende ohne jeden Zweifel ein wirtschaftlicher Holocaust stehen, der Einkommen und Ersparnisse der Mittelklasse vollständig vernichten wird. Die durch Inflation verursachte Belebung der Wirtschaft basiert auf den Fehlern, die sie hervorruft. Sie ermöglicht, Dinge zu stabilisieren, die nicht stabilisiert werden sollten, und Dinge zu beginnen, die nicht begonnen werden sollten. Diese Dinge müssen ohnehin irgendwann beseitigt werden, und diese Korrektur wird dann nur umso schlimmer. Die Federal Reserve schuf die Immobilienblase, als sie versuchte, die Dotcom-Blase künstlich aufrechtzuerhalten, indem sie 2003 den Zinssatz auf 1% senkte. Die Rezession, die wir 2003 gebraucht hätten, damit der Markt für einen Ausgleich der Wirtschaft sorgen kann, fand einfach nicht statt. Der Markt unternahm Ende 2008 einen letzten verzweifelten Versuch, durch die Herbeiführung einer Depression das von der Federal Reserve verursachte wirtschaftliche Ungleichgewicht auszugleichen. Die Federal Reserve senkte den Zinssatz auf 0% und die Depression trat nie ein. Sie schoben das Problem einfach vor sich her. Heroinabhängige müssen zur Heilung auf Entzug. Sie können sich nicht einfach immer größere Dosen Heroin verabreichen und für immer high bleiben. Federal Reserve-Präsident Ben Bernanke gleicht einem Heroinabhängigen. Seine Droge heißt quantitative Lockerung. Warum gibt es immer wieder diese Blasen? Warum lernen Sie nichts daraus? Gehen Sie zu einem Süchtigen, einem Heroinsüchtigen, einem Nikotinabhängigen, einem Alkoholiker.
Setzen Sie sich zu ihm und sagen Sie zu ihm, hör auf, das zu nehmen. Wird er Ihnen zuhören? Sie haben keine Bindungen, keine Loyalitäten, keine Beschränkungen. Sie sind Abhängige. Um klar zu sagen, wovon wir hier sprechen, diese Titanen der Industrie, wie Obama sie nennt, produzieren gar nichts außer Profiten. Sie produzieren keinen Stahl, bauen keine Schienennetze, keine Autos, nur Profite. Es sind Junkies, Süchtige, Geldjunkies. Das ist alles. Sie bekommen nie genug. Sie knien nieder vor Warren Buffett. Weswegen? Weil er viel Geld verdient. Prämien für Milliardäre. Weswegen? Weil sie wissen, wie man das abgekartete Spiel spielt? Ein paar Kerle, die 45 Milliarden Dollar als Prämien unter sich aufteilen? Mehr als das Bruttoinlandsprodukt mancher Länder. Sie sind Junkies. Aber anstatt den Junkie auf kalten Entzug zu setzen, nein, nein, hier hast du noch mehr Geld, Junkie. Geh weiter zocken. Seht euch an, wie viel Gewinn die Banken gemacht haben, seit wir ihnen mehr Geld Heroin gegeben haben. Das ist alles. Sie sind Junkies. Die Geldjunkies auf der einen Seite und die Machtjunkies auf der anderen. Die Machtjunkies nennt man Politiker. Falls Bernanke den Zinssatz nicht augenblicklich erhöht, und zwar dramatisch, könnte es sein, dass wir den Dow bei 15.000, dann 20.000 und dann 50.000 erleben werden. Aber Dow 50.000 bedeutet gar nichts. Wenn das Gold bei 50.000 Dollar pro Unze steht, Silber bei 5.000 Dollar pro Unze und ein Laib Brot 120 Dollar kostet. Das Letzte, worüber sich irgendein Amerikaner heute Sorgen machen muss, ist ein nomineller Crash des Aktienmarktes. Sollte es ein letztes Mal nominelle Verluste am Aktienmarkt geben, wird Bernanke seine höchste Dosis quantitativer Lockerung verabreichen, die die gegenwärtige Geldschmelze zur Hyperinflation werden lassen könnte. Letzten Endes werden wir viel höhere Inflationsraten haben, denn wenn eine Deflation vorangeht, wird es nur noch mehr Stimuluspakete und mehr Gelddruckerei geben. Wie Sie wissen, fordern viele führende Wirtschaftswissenschaftler mehr Stimuli. Ich halte das für grotesk. Es ist Wahnsinn, zusätzliche Stimuli auch nur zu empfehlen. Aber die Keynesianer glauben, das sei das einzig Richtige. Das wird zum Bankrott der westlichen Länder führen. Nicht nur in den USA, überall. Eine Hyperinflation kann nur verhindert werden, wenn die Federal Reserve den Zinssatz auf ein Niveau anhebt, das höher ist als die Inflationsrate. Die auf dem Preisindex und den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basierende offizielle US-Inflationsrate beträgt gegenwärtig 2,31%. Allerdings hat die Regierung über die Jahre Änderungen bei der Berechnung des Preisindex vorgenommen, um das Ausmaß der Inflation zu vertuschen, weil Sozialversicherung und andere Sozialleistungen an den Preisindex gekoppelt sind und Erhöhungen der Zahlungen möglichst gering gehalten werden sollen. Gemessen an der tatsächlichen Inflationsrate müssten Amerikaner, die Anspruch auf Leistungen aus der Sozialversicherung haben, Zahlungen in doppelter Höhe des gegenwärtigen Satzes erhalten. Durch die Anwendung geometrischer Gewichtung wird bei der Ermittlung des Preisindex heute solchen Gütern, die im Preis gestiegen sind, eine geringere Gewichtung und solchen, die im Preis gefallen sind, eine höhere Gewichtung beigemessen. Das mit der Behauptung gerechtfertigt, wenn der Preis für ein Steak stiege, sei es wahrscheinlich, dass die Amerikaner etwas anderes essen, das im Preis gefallen ist. Zum Beispiel Hamburger. Die Regierung verwendet ferner hedonistische Methoden, um die Inflation herunterzurechnen. Hedonistische Methoden beziehen die gestiegene Freude an der Benutzung bestimmter Güter mit ein. Wenn ein Ofen um 25% im Preis gestiegen ist, gleichzeitig aber um 25% energieeffizienter arbeitet oder wenn ein Auto um 10% im Preis gestiegen ist, gleichzeitig aber 10% sicherer geworden ist, werden diese Preissteigerungen nicht in den Preisindex einbezogen. Wir schätzen die Inflationsrate zurückhaltend auf 3-4% höher, als der Preisindex suggeriert. Deshalb muss die Federal Reserve Bank zur Verhinderung einer Hyperinflation den Leitzins umgehend von 0% auf mindestens 5,31% bis 6% anheben. Selbst wenn der Leitzins auf 5% steigt und sich die Inflationsrate zu diesem Zeitpunkt bei 8-10% befindet, wird der effektive Zinssatz immer noch im negativen Bereich liegen.
Meiner Ansicht nach werden daher auf absehbare Zeit die Zinssätze für kurzfristige Anleihen im negativen Bereich liegen, was den Aktienmarkt und natürlich den Markt für Edelmetalle stärkt. Historisch betrachtet waren die besten Zeiten für Edelmetalle, wenn die Federal Reserve den künstlich niedergehaltenen Zinssatz angehoben hat. Wenn Investoren zunächst davon ausgehen, dass sich steigende Zinssätze negativ auf die Edelmetallpreise auswirken, übersehen sie dabei, dass, selbst wenn die Fed beginnt, künstlich niedrig gehaltene Zinssätze anzuheben, die Zinssätze weiterhin hochgradig inflationär bleiben, bis sie ein Niveau oberhalb der tatsächlichen Inflationsrate erreichen. Der Anstieg des Goldpreises von $35 pro Unze um 2329% auf $850 pro Unze in den 70er Jahren fand zu einer Zeit steigender Zinssätze statt. Gehen wir von dem Tiefstand des Goldpreises von $250,95 pro Unze im Jahr 2001 aus und nehmen wir an, dass der Goldpreis wiederum eine gleichartig steile Entwicklung erlebt, so könnte er mühelos $6,200 pro Unze erreichen. Der beste Indikator für die Inflation ist der Goldpreis. Gold ist die stabilste Wertanlage der Welt. 1970 konnte man sich für eine Unze Gold oder $35 einen schönen Anzug kaufen. Für eine Unze Gold bekommt man den Anzug heute immer noch. Für $35 gibt es noch nicht mal mehr ein T-Shirt. Obwohl die Federal Reserve es nicht zugibt, beobachtet sie den Goldpreis mit Adleraugen. Wenn der Goldpreis zu schnell steigt, ist das ein Zeichen, dass das Ende der Dollarblase unmittelbar bevorsteht. Der Silbermarkt gibt Aufschluss über die Entwicklungen des Goldmarktes. Da er vergleichsweise unbedeutend ist, verhalten sich die Preise sehr sprunghaft und schlagen deutlicher in die eine oder andere Richtung aus. Auf der Grundlage der jüngsten Ereignisse auf dem Silbermarkt erscheint es, als ob es sich bei den Rettungsaktionen der Fed zugunsten der Wall Street um Teile eines Plans zur Drückung der Edelmetallpreise gehandelt hat. Am 14. März 2008, jenem Tag, an dem Bear Stearns zusammenbrach, erreichte der Silberpreis den höchsten Stand seit Jahrzehnten. Bear Stearns war kurz davor, seine Short-Position abdecken zu müssen, die ohne weiteres auf $30, sogar $50 pro Unze hätte steigen können. Stattdessen erleben wir eine Rettungsaktion, bei der JP Morgan sämtliche Anteile aufkauft. JP Morgan hat Bear Stearns Silber-Short-Positionen übernommen und drückt den Silberpreis auf unter $9 pro Unze. Die eigenen Berichte der Commodity Futures Trading Commission vom November 2009 zeigen, dass lediglich zwei Banken 43% der Commercial Net Short Position für Gold und 68% der Commercial Net Short Position für Silber in den Händen halten. Bei Gold spekulierten diese beiden Banken bei 123.331 Verträgen auf ein Absinken des Goldpreises, dagegen nur bei 523 Verträgen auf einen Anstieg. Bei Silber bei 41.318 Verträgen auf ein Absinken und nur bei 1.426 auf einen Anstieg. Wahrscheinlich mag es wohl sein, dass diese beiden Banken die Mehrheit der Investoren anziehen, die auf das Absinken der Preise spekulieren wollen. JP Morgan schuldet gegenwärtig Silber in Höhe von 150 Millionen Unzen aus rund 30.000 Leerverkäufen. Das ist die größte konzentrierte Short-Position in der Geschichte sämtlicher Rohstoffe und bildet 31% aller offenen COMEX-Silberverträge. Weitere 7 Geschäftsbanken schulden Silber aus zusammengerechnet 35.000 Leerverkäufen. Das gibt zusammen 65.000 Commercial Net Short-Positionen für Silber. Das bedeutet, diese Geschäftsbanken haben gegenwärtig Schulden über 325 Millionen Unzen Silber, die sie gegebenenfalls decken müssen, indem sie diese 325 Millionen Unzen Silber auf dem offenen Markt einkaufen. Das Ergebnis könnte der größte durch Leerverkäufe erzeugte Engpass in der Geschichte sämtlicher Handelsgüter sein. Seit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges hat die Menschheit mehr Silber für industrielle Zwecke verbraucht, als sie durch Bergbau und Recycling gewonnen hat. Vor 70 Jahren gab es weltweit oberirdische Silbervorkommen im Umfang von 10 Milliarden Unzen. Heute werden die verbleibenden Vorkommen auf nur noch 1 Milliarde Unzen geschätzt. Gegenwärtig liegt Silber bei nur 1,5% des Goldpreises, obwohl oberirdische Goldvorkommen deutlich zahlreicher als solche für Silber geworden sind. Im ersten Quartal 2010 hat die US Mint, die US-Münzprägeanstalt, 9.023.500 American Silver Eagle Münzen verkauft. Der höchste Stand seit ihrer Einführung 1986 und ein Anstieg gegenüber den im ersten Quartal 2009 verkauften 8.299.000 Münzen.
Alle US-amerikanischen Silberminen zusammen produzieren gegenwärtig nur 40 Millionen Unzen Silber jährlich. Das bedeutet, dass die USA nahezu ihr gesamtes Silberaufkommen dazu benötigen, die Nachfrage nach Silver-Eagle-Münzen zu befriedigen. Ein Gold-Silber-Preisverhältnis von 64 zu 1 wäre nicht möglich, wenn der Silberpreis nicht durch Manipulation künstlich niedrig gehalten würde. Ich halte es nicht für möglich, dass das Silber, das JP Morgan leer verkauft hat, durch physisches Silber gedeckt ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat JP Morgan nackte Leerverkäufe getätigt, indem sie den Leuten Silber angedreht haben, das überhaupt nicht existiert. Haben Sie Bedenken, dass die Leerverkäufer nicht in der Lage sein werden zu liefern, falls sie in Anspruch genommen werden? Nein, ich habe überhaupt keine Bedenken. Zum einen läuft das schon seit Jahrzehnten so und zum anderen gibt es Möglichkeiten, das mit Bargeld zu regeln. Edelmetalle sind Anlagegegenstände und werden wie Währung, Schatzwechsel und Schatzanweisungen in Mengen gehandelt, die das Vielhundertfache der tatsächlich vorhandenen Menge darstellen. Was Mr. Christian nicht versteht, ist, dass weltweit Investoren existieren, die glauben, sie würden tatsächlich physisches Silber besitzen. Der Tag wird kommen, an dem diese Investoren kein Bargeld wollen, von Dollars ganz zu schweigen, sondern das physische Silber. Aber das wird man dann nicht in der Lage sein zu liefern. Im Juni 2007 erklärte sich Morgan Stanley auf eine Sammelklage hin zur Zahlung von 4,4 Millionen Dollar an Maklerkunden bereit, die Edelmetalle gekauft und Lagergebühren gezahlt hatten, obwohl, wie sie behaupteten, Morgan Stanley ihr Gold und Silber niemals wirklich eingelagert hatte. Es liegt nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen, dass der Fall Morgan Stanley sich zu einer Epidemie von Banken entwickelt hat, die Silber verkaufen, das sie nicht besitzen. Während der letzten Monate sind 18,5 Millionen Unzen Silber aus dem börsengehandelten Silberfonds, dem SLV, entfernt worden. Da der Silberpreis im selben Zeitraum um 20% gestiegen ist, ist es unwahrscheinlich, dass SLV-Investoren verkauft haben. Die Entnahmen fanden zum selben Zeitpunkt statt, als die Lager der COMEX erhebliche Zugänge verbuchten. Das bedeutet, wir könnten es mit Händlern zu tun haben, die sich um physisches Silber reißen, um es an ihre Großabnehmer zu liefern. Wenn sie sich ihr Silber aus dem SLV holen müssen, könnte das bedeuten, dass in den unregistrierten Silberbeständen nur noch geringe Mengen vorhanden sind. Ein großer durch Leerverkäufe erzeugter Engpass könnte bevorstehen. Laut regierungsamtlichem Preisindex würde der bislang höchste Silberpreis von $49,45 pro Unze im Januar 1980 $138 pro Unze nach heutigen Maßstäben entsprechen. Berücksichtigt man, wie sehr der Preisindex die Inflation untertreibt, lag das inflationsbereinigte Hoch des Silberpreises im Januar 1980 bei $440 pro Unze. Wenn COMEX in Verzug gerät und sich ein Engpass einstellt, während Investoren weltweit physisches Silber verlangen, könnte dessen Preis von seinem jetzigen Stand von $18 pro Unze in astronomische Höhen steigen. Geht man vom gegenwärtigen Goldpreis von $1,150 pro Unze und dem historischen Gold-Silber-Preisverhältnis von 16 zu 1 aus, erscheint ein Silberpreis von $72 pro Unze realistisch, sobald JP Morgans Manipulationen ein Ende finden. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass sämtliche Währungen mit der Zeit gegenüber Edelmetallen, Gold, Silber, Platin, Palladium, an Wert verlieren. Die Papiergeldwährungen werden gemeinsam ihre Kaufkraft verlieren. In einem am 21.12.2009 von der NIA veröffentlichten Artikel mit dem Titel Top 10 der Voraussagen für 2010 wurde ein kurzfristiger Anstieg des Dollar als längst überfällig vorausgesagt, nachdem mehr Menschen als je zuvor auf eine fallende Tendenz spekuliert hatten. Die NIA hatte recht. Anfang 2010 hatte sich der Dollar von 78 auf ein Hoch von 82 erholt. Das ist möglich, weil der US-Dollar-Index den Dollar nur mit anderen Fiat-Währungen vergleicht und er gegenüber dem Euro schwer gewichtet ist. Wir erleben gegenwärtig eine schwere Finanzkrise in Griechenland, die es Spekulanten ermöglicht hat, auf den Verfall des Euro und den Anstieg des US-Dollar zu setzen. Griechenland hat ein Haushaltsdefizit in Höhen von 12,8% seines Bruttoinlandsprodukts. Viele Menschen glauben, der Kollaps in Griechenland könnte das Ende des Euro bedeuten. Wer Ende 2009 auf den Niedergang des Dollar spekuliert hat, ist nun pessimistisch bezüglich des Euro. Die NIA glaubt,
dass jene, die im Euro short sind, in absehbarer Zeit ihre Optionen auf den Markt werfen müssen, was zu einem Anstieg des Euro bei gleichzeitigem Crash des Dollars führen könnte. Wie Sie vielleicht wissen, besitze ich Euros, weil... Sie haben eine Menge davon. Warum haben Sie so viele Euros? Weil es so viele Leerverkäufe gibt. Es gibt so viele Pessimisten bezüglich des Euro. Und ich versuche mich immer auf der anderen Seite des Marktes zu positionieren, sofern es Sinn ergibt. Ich habe mir überlegt, dass die Krise ja irgendwie bezahlt werden muss. Ich sage nicht, dass das gut für Europa oder den Euro sein wird. Aber der Euro wird sich erholen. Und dann müssen wir eben sehen, was passiert. Die NIA geht davon aus, dass letztendlich sämtliche Fiat-Währungen zusammenbrechen werden. Aber der US-Dollar hat gute Chancen, das Abwärtsrennen gegen den Euro zu gewinnen. Ungeachtet aller Probleme der Griechen trägt Griechenland lediglich 3% zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone bei. Der Anteil des Staates Kalifornien am US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukt beträgt 13,5%, bei einer Wirtschaft fünfmal so groß wie die griechische. Und mit jedem Tag steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kalifornien ein wirtschaftliches Rettungspaket der Bundesregierung benötigen wird. Unsere Währung ist insofern sehr viel mangelbehafteter, als wir gigantische Schulden haben, ein gewaltiges Defizit in der Handelsbilanz und so weiter. Die Eurozone im Ganzen ist sehr viel weniger mangelbehaftet. Ich möchte vermuten, dass die USA noch vor dem Euro Probleme bekommen werden. Aber wer weiß. Um die Erholung des Dollars zu fördern, hat Präsident Obama kürzlich eine Haushaltssperre vorgeschlagen, von der er sich die Verringerung zukünftiger Haushaltsdefizite verspricht. Die Haushaltssperre, die 2011 beginnen soll, betrifft nicht die Verteidigung, Bildung sowie Programme wie Sozialversicherung, Medicare und Medicaid. Obamas Haushaltssperre ist vollkommen sinnlos. Angenommen, Obama würde, anstatt die Ausgaben auf dem heutigen Stand einzufrieren, sämtliche Regierungsausgaben auf 0% kürzen, aber Sozialversicherung, Medicare und Medicaid beibehalten, die jährlichen Steuereinnahmen unseres Landes würden nicht ausreichen, die Kosten zu decken. Sie haben richtig gehört, selbst wenn die US-Regierung sämtliche Behörden einschließlich des Militärs abschaffen würde, würden allein Sozialversicherung, Medicare und Medicaid weiterhin ein Haushaltsdefizit verursachen. Sobald die Babyboom-Generation demnächst in den Ruhestand geht, werden die Ausgaben für Renten rapide ansteigen. Der durchschnittliche Amerikaner gibt im Alter von 46 Jahren das meiste Geld aus. Und die letzten Babyboomer werden im Jahr 2010 46 Jahre alt werden. Das bedeutet, dass das tatsächliche Steueraufkommen im kommenden Jahrzehnt sinken wird, während gleichzeitig pro Jahr 1,5 bis 2 Millionen Amerikaner Sozialleistungen beantragen werden, im Vergleich zu nur 500.000 im vergangenen Jahrzehnt. Selbst Senioren, die schlau genug waren, genug Geld zu sparen, um von den Zinsen zu leben, anstatt von der staatlichen Rente, werden bald merken, dass sie den Ruhestand nicht bezahlen können, ganz gleich wie viel Geld sie besitzen. Senioren mit einem Konto bei der Bank of America, JP Morgan, der Citigroup oder Wells Fargo bräuchten ein Kontoguthaben in Höhe von 100 Millionen Dollar, um nur 50.000 Dollar Zinsen pro Jahr zu erhalten. Der Zinssatz wird immer aus der Perspektive des Entleihers betrachtet. Alle wollen einen niedrigen Zinssatz, weil es dem Entleiher nützt. Aber was ist mit dem Kreditgeber? Was ist mit dem Sparer? Diese Leute werden ruiniert. Es kann keine Wirtschaft geben, die das Sparen nicht belohnt. Man braucht Ersparnisse, weil sie das Wirtschaftswachstum bewirken, weil daher die Investitionen kommen. Solange wir den Zinssatz nicht erhöhen, können wir keine gesunde Wirtschaft haben. Die meisten Ökonomen glauben, es könne in den USA keine Hyperinflation geben, weil steigende Zinsen die Inflation beenden werden. Zwar hat der Leitzins mit der Rekordhöhe von 20% im Jahr 1980 eine Hyperinflation verhindert, allerdings betrug unsere Staatsverschuldung zu diesem Zeitpunkt nur 909 Milliarden Dollar, 33% des Bruttoinlandsproduktes. Heute beläuft sich unsere Staatsverschuldung auf mehr als das 14-fache und beträgt 91% des Bruttoinlandsprodukts. Nicht eingerechnet unsere Funny Freddy-Schulden und die unfundierten Schulden. Hyperinflation oder massive Entwertung des Dollars ist inzwischen unvermeidlich geworden. Wir haben den Punkt überschritten, von dem man es kein Zurück mehr gibt. Solange die Zinssätze niedrig bleiben, um die Wirtschaft zu stimulieren und vorzutäuschen, alles wäre okay und eine Erholung sei auf dem Weg, werden wir fortfahren, unsere Währung zu hyperinflationieren. Wenn nun versucht wird, die Währung zu stabilisieren, indem man die Zinssätze anhebt, unsere Landsleute sind auf billige Kredite angewiesen. Sie werden weiter ihre Kreditkarten benutzen, sie werden sich weiter Geld leihen für Häuser, für Autos, für alles, was sie konsumieren. Sobald die Zinssätze angehoben werden, werden diese Ausgaben einfach zu hoch. Jeder weiß, dass wir unsere guten Jobs nach Übersee exportieren. Die Menschen, die noch hier verbleiben, werden sich diese höheren Kosten nicht leisten können.
Dank des Rekordtiefs des Zinssatzes von 2,5% für unsere marktfähigen Gesamtschulden betrugen die Zinszahlungen auf unsere Staatsschulden im März 2010 nur 20,8 Milliarden Dollar. Nur 3 Jahre zuvor, im März 2007, betrug der Zinssatz für unsere marktfähigen Gesamtschulden 5%. Falls die Federal Reserve 2010 anfängt, die Zinssätze zu erhöhen, könnte der Zinssatz für unsere marktfähigen Gesamtschulden bis 2011 wieder auf 5% gestiegen sein. Das würde jährliche Zinszahlungen von 500 Milliarden Dollar oder 23% des erwarteten Steueraufkommens bedeuten. Der Haushaltsplan des Weißen Hauses geht davon aus, dass die Zinszahlungen für die Staatsschulden die 500 Milliarden Dollar-Marke nicht vor dem Haushaltsjahr 2014 erreichen werden. Wir sind schockiert, dass das Weiße Haus den Zinssatz für unsere Staatsschulden für 2014 auf nur 4% schätzt. Es wird unmöglich sein, die Zinssätze derart lange künstlich niedrig zu halten. Bis zum Jahr 2014 könnten wir Zinssätze von 10% oder mehr und Zinszahlungen für unsere Staatsschulden in Höhe von 1,5 Billionen Dollar oder 43% des erwarteten Steueraufkommens erleben. Im Februar hat Präsident Obama eine Verordnung zur Gründung einer National Commission of Fiscal Responsibility and Reform erlassen, mit der Aufgabe, Empfehlungen zum Ausgleich des Haushaltes, ausschließlich der Zinszahlungen auf die Staatsschulden, bis zum Jahr 2015 abzugeben. Mit dieser Verordnung hat Obama eine neue Definition eines ausgeglichenen Haushalts geschaffen, der Zinszahlungen unberücksichtigt lässt. Die NIA sieht in dieser Verordnung das Eingeständnis der Regierung, dass sie sich außerstande sieht, jemals wieder zu einem ausgewogenen Haushalt zu gelangen. Wir sind Meilen entfernt von einer explodierenden Inflation. Unsere Hoffnung ist, dass wir wieder wachsen und das Steueraufkommen erhöhen können, sozusagen aus der Situation herauswachsen können. Wir können nicht herauswachsen aus 14 Billionen Dollar Schulden, die jährlich um 1 Billion wachsen. Herauswachsen im Sinne von Durchhalten. Ohne die geringste Hoffnung, die Schulden jemals zurückzahlen oder den Haushalt ausgleichen zu können, stellt sich die Frage, wie sich die Regierung auf die kommende Krise vorbereiten will und wie sie sich zu verhalten gedenkt, wenn die Hyperinflation schließlich da ist. Versteckt im kürzlich verabschiedeten 17,5 Milliarden Dollar schweren Gesetz zur Wiederherstellung der Beschäftigung durch Einstellungsanreize befindet sich ein Instrument mit dem Namen Foreign Account Tax Compliance. Diese Einrichtung verlangt von ausländischen Banken und Finanzinstituten der Bundessteuerbehörde, ihre vollständigen Daten über amerikanische Kontoinhaber offenzulegen und 30% aller auf diese Konten ausgehenden Kapitalflüsse einzubehalten, wenn die Steuerbehörde die Kontoinhaber als widerspenstig einstuft. Wir halten das für den Anfang von Kapitalkontrollen. Es würde uns nicht überraschen, wenn amerikanische Bürger in absehbarer Zeit gezwungen würden, ihre Ersparnisse in US-Schatzanweisungen zu investieren. Es würde uns ebenfalls nicht überraschen, wenn, sobald die Inflation der Lebensmittelpreise außer Kontrolle gerät, die Regierung Preissteuerungen einführt, wie in Simbabwe, die zu leeren Verkaufsregalen führen. Es ist kein Zufall, dass die US-Bundesstaaten mit der niedrigsten Arbeitslosenquote North Dakota mit 4%, gefolgt von South Dakota und Nebraska mit 4,8% sind. Diese Staaten sind Agrarstaaten und ganz gleich, wie schlecht sich die Dinge entwickeln mögen, die Amerikaner müssen essen. Unser Land muss zu seinen Wurzeln zurückkehren, wenn wir die Hyperinflation überleben wollen. Während der großen Depression arbeiteten 27% der Beschäftigten in der Landwirtschaft. Heute sind es nur noch 2%. Und die Landwirtschaft macht nur noch weniger als 1% unseres Bruttoinlandsprodukts aus. Am 30. Oktober 2009 veröffentlichte die NIA einen Aufsatz, in dem vorausgesagt wurde, dass sich die Inflation als nächstes im Bereich der Lebensmittel und der Landwirtschaft bemerkbar machen werde. Seitdem sind die Großhandelspreise für Lebensmittel 6 Monate in Folge gestiegen. Im März stiegen die Preise um 2,4%, der höchste Anstieg innerhalb eines Monats seit 26 Jahren. Zu diesen alarmierenden Preissteigerungen auf Monatsbasis gehören Frisch- und Trockengemüse um 56,1%, Frischobst und Melonen um 28,8%, Frischeier um 33,6%, Schweinefleisch um 19,1%, Rind- und Kalbfleisch um 10,7%, Milchprodukte um 9,7%. Wir erleben in Indien zurzeit Ausschreitungen um Lebensmittel.
Man wird nicht müde, uns von dem Wirtschaftswunder zu erzählen, das dort stattfinde. Ich glaube, mehr als die Hälfte der Menschen dort lebt von $2 am Tag. Und die Inflation frisst diese $2 verdammt schnell wieder auf. Man wird diese Dinge bald weltweit erleben können. Der Wert der Währung verfällt. Vermutlich wird es genug zu essen geben, aber es wird nicht genug Geld geben, es zu kaufen. Das ist der Punkt, an dem wir Ausschreitungen erleben werden. Mehr durch die Wirtschaft bedingt als durch die Umwelt. Und es wird nicht nur Ausschreitungen um Lebensmittel geben. Es wird Krawalle gegen Steuern geben und Aufstände gegen Regierungen, die das Volk unterdrücken. Die zweite amerikanische Revolution hat begonnen. Viele Mitglieder der NIA fragen uns nach den staatlichen Goldreserven von 8.133,5 Tonnen und ob sie ausreichen werden, unserem Land zu helfen, die Hyperinflation zu überstehen. Während häufig behauptet wird, unsere Goldreserven seien im Jahr 2005 überprüft worden, besteht die Prüfungsfirma BPMG darauf, lediglich die Finanzausweise der US Mint für das Haushaltsjahr 2005 geprüft und zu keinem Zeitpunkt physisches Gold gesehen oder sich in Fort Knox aufgehalten zu haben. Die letzte wirkliche Überprüfung der US-Goldreserven fand im Jahr 1954 statt. Wir müssen die Position des US-Dollar als eine Säule weltweiter monetärer Stabilität schützen. Ich habe Finanzminister Connolly angewiesen, vorübergehend die Konvertibilität von Dollars in Gold oder andere Währungsreserven auszusetzen, ausgenommen in solchen Mengen und zu solchen Bedingungen, die zum Zwecke monetärer Stabilität und dem Interesse der Vereinigten Staaten dienen. Wenn die Regierung ihren Verbindlichkeiten in Gold seit der Abschaffung des Goldstandards 1971 nicht mehr nachkommt, woher wissen wir dann, ob unsere Goldreserven von 8.133,5 Tonnen überhaupt noch existieren? Falls sie noch existieren, warum werden sie dann nicht jährlich überprüft, wie die das Kapital börsennotierter Unternehmen? Angenommen, unsere Goldreserven in Fort Knox existieren noch. Betrüge, deren Wert nach dem gegenwärtigen Goldpreis lediglich um die 300 Milliarden Dollar. Das US-Haushaltsdefizit für den Monat Februar 2010 betrug allein 220,9 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sind unsere Goldreserven, sofern sie überhaupt noch existieren, nichts im Vergleich zu unseren Schulden- und Defizitausgaben. Der US-Dollar müsste um 81% entwertet werden, damit unsere Goldreserven ausreichen, auch nur das veranschlagte Haushaltsdefizit im Haushaltsjahr 2010 abzudecken. Der US-Dollar müsste um 98% entwertet werden, damit unsere Goldreserven ausreichen, unsere Staatsschulden zu bezahlen. Natürlich können wir heute zum Goldstandard zurückkehren, aber dann müssten wir den Goldpreis auf ein Niveau irgendwo um die 1 Million Dollar pro Unze anheben. Dann wäre es einfach, den Goldstandard wieder einzuführen. Anstatt zu einer stabilen, goldgedeckten Währung zurückzukehren, glauben die Politiker in Washington, neue Gesetze könnten unsere Probleme lösen. Sie glauben, der freie Markt habe versagt und die Finanzkrise des Jahres 2008 sei wegen fehlender Gesetze eingetreten. Dann frage ich mich, welcher freie Markt? Die Federal Reserve bestimmt die Zinssätze für die gesamte Nation und dadurch im Grunde genommen auch die Löhne. Sie ist also an der Preisgestaltung beteiligt. Wenn die Zinsen niedrig sind, sind auch die Löhne niedrig. Wenn die Zinsen hoch sind, sind auch die Löhne hoch. Die Wahrheit ist, wir haben in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten keinen freien Markt mehr. Ein freier Markt ist unmöglich, wenn die Federal Reserve die Zinssätze manipuliert. Auf einem freien Markt gäbe es keine Rettungspakete für Institute, die angeblich zu wichtig sind, um bankrott zu gehen. Die AIG wäre die Schulden aus ihren Credit Default Swap Geschäften gegenüber Firmen wie Goldman Sachs, Merrill Lynch und Deutsche Bank schuldig geblieben. Wall Street hätte ihre Wetten verloren und wäre nicht in der Lage gewesen, Boni in Rekordhöhe zu verteilen. Die Angst vor dem Scheitern ist eine großartige Motivation und das Scheitern selbst das beste Regulativ. Wenn Sie das Treiben der Banken regulieren wollen, lassen Sie es durch Ihr Scheitern selbst tun. Lassen Sie sie wissen, dass sie scheitern können. Hätten wir Goldman Sachs, AIG und die anderen scheitern lassen, wäre unser Land jetzt realistischerweise schon wieder aus dem Gröbsten raus. Aber das Einzige, was wir getan haben, indem wir sie gerettet, das Geld entwertet, die Geldmenge inflationiert haben, ist genau jene Einrichtungen zu retten, die dieser Nation geschadet haben.
Wall Street ist in der Lage, die frisch gedruckten Dollars auszugeben, bevor sie in Umlauf gekommen sind. Wenn diese Dollars dann schließlich bei der Mittelschicht angekommen sind, steigen die Preise dramatisch und die Mittelschicht erleidet einen rapiden Verfall ihres Lebensstandards. Das amerikanische Volk hat die zerstörerischen Wirkungen der Wall Street-Rettungspakete bisher noch nicht zu spüren bekommen, weil es Jahre dauert, bis die Geldinflation zur Preisinflation wird. Moody's hat die Entstehung der Immobilienblase vorangetrieben, indem es die CDOs, Collateralized Debt Obligations, mit AAA bewertet hat, die mit BBB oder schlechter bewerteten Subprime-Hypothekenpfandbriefen gesichert waren. Heute betankt Moody's die Dollar-Staatsschuldenblase, indem es US-Staatsanleihen mit AAA bewertet, obwohl die einzig richtige Bewertung Müll lauten würde. Erst haben sie stapelweise Subprime-Hypothekenpfandbriefe mit AAA bewertet und dann auch noch deren Derivate. AAA-Ratings wurden an Obligationen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar vergeben, die nicht nur einfach an Wert einbüßten, sondern auf Null abstürzten. Die Ratings dieser Finanzwelt haben jegliche Bedeutung verloren. Für den US-Dollar steht der Tag der Abrechnung kurz bevor. Vergleicht man das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes mit dem der Verschuldung, trug 1966 jeder Dollar Neuverschuldung 90 Cent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Gegenwärtig befinden wir uns an einem Punkt, wo ein Dollar Neuverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt überhaupt nichts beiträgt, sondern es verringert. Unser Land befindet sich an einem Punkt, wo in Queens 750 Menschen 4 Tage am Stück unter freiem Himmel kampiert haben, um sich um 75 Jobs beim Reparieren von Aufzügen zu bewerben. Wir mussten ferner erleben, wie sich 700 Menschen um eine Hausmeisterstelle an einer Junior High School in Ohio bewarben. Wissen Sie, wie wütend die Menschen sind? Sie verlieren ihr Zuhause. Ihre Arbeit haben sie schon verloren. Menschen verlassen das College mit nichts als wertlosen Papierfetzen, die als Diplom bezeichnet werden, und $50,000 Schulden. Sie bekommen damit noch nicht mal einen Job, bei Walmart die Regale einzuräumen oder irgendwo den Rasen zu mähen. Und sie sehen, wie jene, die zu wichtig sind, um bankrott zu gehen, Rettungspakete erhalten. Was glauben Sie wohl, ob sie wütend sind? Wann wird unser Land aufwachen und erkennen, dass Inflation nicht Arbeit und Wohlstand schafft, sondern zu unkontrollierten Staatsausgaben, der Zerstörung kleiner Unternehmen und sittlicher Werte führt, während Sparer bestraft werden und gefährliche Ideologien emporwuchern, die letztendlich zum Zusammenbruch unserer Gesellschaft führen werden? Wir müssen zurück zum Tante-Emma-Laden, wo Amerikaner hochwertige, in den USA hergestellte Waren kaufen, anstatt Billigware aus China. Das kann nur erreicht werden, wenn die Regierung den Weg frei macht und endlich aufhört, unseren Wohlstand durch Inflation an Wall Street zu verschieben. Gleich um die Ecke ist Fleischers Metzgerei. Berühmt, war bei Martha Stewart im Time Magazine, im Fernsehen. Der Biometzger, der alles lokal im Hudson Valley einkauft. Samstags kommt man gar nicht mehr rein, weil die Schlange bis auf die Straße reicht. Hohe Qualität. Amerika könnte zu seiner alten Größe zurückkehren, zur Qualität, wenn es zurückkehrt zur Main Street, anstatt zur Wall Street. Wenn es aufhört, billiges Zeug bei Walmart zu kaufen. Was für ein Genuss, einen Walmart zu betreten. Die Ästhetik und der Komfort einer Lagerhalle. Der einzige Weg für unser Land, die Hyperinflation zu überleben, ist Aufklärung. Wenn es gelingt, nur 20% der Amerikaner durch diese Dokumentation über unsere Wirtschaft aufzuklären, wird der Rest folgen und gemeinsam können wir danach streben, besser als China zu sein und den totalen Zusammenbruch des amerikanischen Wirtschaftssystems zu verhindern. Und dann werde ich im Trends Journal über die 20%-Lösung schreiben. 20% des Volkes werden bei Fleischers Qualität kaufen. 20% des Volkes werden keinen Konzernmüll mehr essen. Olive Garden, das ist kein italienisches Essen. 20% des Volkes, die sich nicht mehr McDonald's in den Rachen stopfen. 20% des Volkes werden eine höhere Lebensqualität haben. 20% des Volkes werden selber denken. Geben Sie diesen 20% eine klare Richtung und wir werden ein Amerika erleben, das weitaus großartiger sein wird, als wir uns jemals vorstellen können.
Wenn Sie wöchentlich über Tatsachen und Wahrheiten über die US-Wirtschaft und die Inflation auf dem Laufenden gehalten werden möchten, tragen Sie sich ein für den kostenlosen NIA-Rundbrief auf www.inflation.us. NIA veröffentlicht für seine Mitglieder wöchentliche Artikel über die Wirtschaftsthemen, auf die es wirklich ankommt. Themen, die von der Mainstream-Presse nicht behandelt werden. Die NIA wird in Kürze eine Aktualisierung ihrer Besprechung der wesentlichen Online-Händler für Gold- und Silberbarren veröffentlichen. Als Mitglied der NIA haben Sie außerdem die Möglichkeit, an NIA Answers teilzunehmen und uns Ihre Fragen über die US-Wirtschaft und die Inflation mitzuteilen und eine persönliche Antwort zu erhalten. Die NIA empfiehlt Ihnen außerdem dringend, sich beim Trends Research Institute einzutragen. Trendsjournal@trendsresearch.com. Vielen Dank, dass Sie sich Meltup angesehen haben. Wir hoffen, dass Sie etwas Neues erfahren haben. Bitte zeigen Sie dieses Video auch Ihren Freunden und Ihrer Familie. Denn wir wissen, Amerika aufklären bedeutet die zweite amerikanische Revolution. Wir wissen, dass unser Präsident und der Kongress jahrzehntelang die Verfassung und den Auftrag der Gründungsväter ignoriert haben. Und genau jetzt, ob es Ihnen gefällt oder nicht, ob Sie ein Bauarbeiter sind oder ein Börsenmakler, ist ganz gleich. Wenn Sie Amerikaner sind, müssen Sie wissen, dass die Verfassung unter Beschuss ist. Und Sie müssen wissen, dass Sie das letzte Aufgebot der Verfassung sind. Last line of defense. Während Sie diese Dokumentation angeschaut haben, haben sich die Staatsschulden der USA erhöht um 117.666.463 Dollar. Seit der Veröffentlichung unserer neuen Dokumentation Meltup, die in weniger als 3 Wochen mehr als 500.000 Mal angesehen wurde, ist die US-amerikanische Staatsverschuldung auf über 13 Billionen Dollar angewachsen. Während der vergangenen Wochen ist der Dow Jones um über 500 Punkte gefallen, während der Goldpreis stabil bei 1.200 Dollar pro Unze liegt. Der Dow-Gold-Quotient ist auf 8,4 gefallen, ein neuer Tiefpunkt für das Jahr 2010. Die National Inflation Association, NIA, nimmt an, der Dow-Gold-Quotient könnte 2010 bis auf 7 fallen und bis auf 1 nach dem Ende der hyperinflationären Depression. Angesichts fallender Aktien rücken die Massenmedien von der Behauptung einer wirtschaftlichen Erholung ab und berichten nun, es bestehe die Gefahr einer doppelten Depression. In Meltup hat die NIA vorausgesagt, dass, sollten die Aktien ein letztes Mal nominelle Verluste erleiden, Fed-Chef Bernanke wahrscheinlich die größte Dosis Quantitative Easing aller Zeiten verabreichen wird, was die gegenwärtige Geldentwertung in eine Hyperinflation verwandeln könnte. Bereits jetzt können wir Anzeichen dafür erkennen. Larry Summers, Präsident Obamas führender Wirtschaftsberater, hat den Kongress bereits gebeten, mit der Abfassung eines Gesetzes über ein 200 Milliarden Dollar Konjunkturpaket zu beginnen. Die größte Aufmerksamkeit in Wall Street-Kreisen gilt noch immer der Schuldenkrise in Europa. Die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds haben kürzlich ein 110 Milliarden Euro Paket für Griechenland zusammengestellt. Eine Google-Suche nach Greece Debt Crisis, griechische Schuldenkrise, liefert gegenwärtig 16,5 Millionen Webseitenergebnisse und 1600 Nachrichtenmeldungen. Eine Suche nach US Debt Crisis, US-Schuldenkrise, liefert nur 591.000 Webseitenergebnisse und nur 15 Nachrichtenmeldungen. Das ist reiner Wahnsinn. Die USA haben ein Bruttoinlandsprodukt, das 41 Mal so groß ist wie das griechische. Und unsere Schuldenkrise ist viel schlimmer. Der einzige Grund, warum Griechenland sich mit seiner Schuldenkrise deutlich früher als die USA auseinandersetzen muss, ist, dass Griechenland keine Gelddruckerpresse zur Verfügung hat, die es nach Belieben benutzen kann. Während Griechenland, Spanien und Italien nun die erforderlichen Schritte unternehmen, ihre Ausgaben zu reduzieren und Defizite auf einen geringeren Anteil am Bruttosozialprodukt abzubauen, verbuchten die USA für April ein Haushaltsdefizit von 82,69 Milliarden Dollar. 295% im Vergleich zum Vorjahr und das Doppelte von dem, was die meisten Wirtschaftswissenschaftler vorausgesagt haben.
Selbst der frühere Vorsitzende der Federal Reserve Bank, Paul Volcker, warnt nun, dass die Zeit für die USA, sich mit ihrem Haushaltsdefizit auseinanderzusetzen, knapp wird. Der US-Dollar-Index befindet sich gegenwärtig mit 87 auf dem höchsten Stand seit einem Jahr, was den Federal Reserve-Vorsitzenden Bernanke zu der Annahme veranlasst, er hätte einen Freibrief, den Zinssatz nahe Null zu halten und Geld zu drucken. Kanadas Zentralbank hat den Zinssatz gerade von 0,25% auf 0,5% angehoben, aber die Federal Reserve Bank zeigt keinerlei Anstalten, den Zinssatz in absehbarer Zeit zu heben, wobei die letzte Erhöhung im Juni 2006 stattfand. Kanadas Wirtschaft ist heute aufgrund der Nachfrage nach Kupfer, Gold, Weizen und Öl aus Schwellenländern wie China und Indien eine der gesündesten der Welt. Indiens Bruttosozialprodukt ist 2010 im ersten Quartal um 8,6% angewachsen, weil seine Fertigungswirtschaft den höchsten Stand seit 27 Monaten erreicht hat. Währenddessen verzeichnete die US-Fertigungswirtschaft im April Massenentlassungen von 24% der Beschäftigten. Die Gesamtzahl US-amerikanischer Arbeitgeber mit 50 oder mehr Entlassungen wuchs im April um 228 auf 1.856, davon 448 im Fertigungsbereich. Das wirtschaftliche Ungleichgewicht in den USA ist weiter angestiegen. Die amerikanische Bevölkerung bezieht heute noch 41,9% ihres Einkommens aus Löhnen aus der Privatwirtschaft im Vergleich zu 44,6% im Dezember 2006 und 47,6% im ersten Quartal 2000. Die amerikanische Bevölkerung bezieht heute 17,9% ihres Einkommens aus Regierungsprogrammen im Vergleich zu 14,2% im Dezember 2007 und 12,1% im ersten Quartal 2000. Während das US-Finanzministerium im Mai neue Staatsschulden in Höhe von 78 Milliarden Dollar verkauft hat, haben Unternehmen 66,1 Milliarden Dollar an Firmenschulden verkauft, die geringste Summe seit Dezember 2000. Die zusätzlichen Renditen, die Investoren dafür verlangen, dass sie Unternehmensanleihen, Staatsanleihen vorziehen, stiegen im Mai um 44 Basispunkte auf 193 Basispunkte, der größte Anstieg seit November 2008. Während die meisten Amerikaner noch immer die wahre Natur der drohenden Währungskrise nicht verstehen, erkennt eine wachsende Anzahl von Amerikanern die Wahrheit. Die Absatzmenge von American Eagle Silbermünzen erreichte im Mai 3,6 Millionen, ein neuer Rekord. Die jährliche Nachfrage nach American Eagle Silbermünzen ist damit größer als die jährliche Silberproduktion in den USA. In einer Welt, die die Notwendigkeit von Silber und Gold als echtes Geld erkennt, während Fiat-Währungen weltweit an Wert verlieren, sind bei Caterpillar viele ihrer Grubenfahrzeuge bis 2011 ausverkauft. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass sich unsere Regierung in die richtige Richtung bewegt. Der Kongressabgeordnete Alan Grayson hat kürzlich einen Gesetzesentwurf eingebracht. HR 5353, das Der Krieg macht euch arm Gesetz zur Reduzierung von 159,3 Milliarden Dollar aus dem Discretionary Overseas Contingency Operation Funds, also ein treuhänderischer, außerordentlicher Rücklagenfonds für Operationen im Ausland, im Geschäftsjahr 2011 für Operationen im Irak, Afghanistan und Pakistan, ohne die zwingend notwendige Verwendung von Mitteln aus dem Budget des Verteidigungsministeriums zur Durchführung des Krieges gegen den Terror und zur Abänderung des International Revenue Code von 1986 zwecks Gewährung von Krieg macht euch arm Steuergutschriften aus den Ersparnissen durch die Kürzung der Overseas Contingency Operations. Um es deutlich zu sagen, mit dem Geld, das wir durch das Der Krieg macht euch arm Gesetz einsparen, könnten wir $35.000 des Einkommens jedes amerikanischen Bürgers und $70.000 jedes Ehepaares von der Steuer befreien. Mit dem restlichen Geld könnte das Staatsdefizit und die Staatsschulden reduziert werden. Dieser Gesetzesentwurf wird bereits von 18 Kongressabgeordneten unterstützt, darunter der Abgeordnete Ron Paul. Um über die neuesten Tatsachen und Wahrheiten über die US-amerikanische Wirtschaft und die Inflation auf dem Laufenden gehalten zu werden, bestellen Sie den kostenlosen NIA-Newsletter unter www.inflation.us.
Viele Staaten machen so viele Schulden, dass die Stabilität der Währung nicht mehr gewährleistet ist. Jetzt besteht die Gefahr für Anleger und Verbraucher, dass der Euro zu einer Weichwährung wird. EZB-Präsident Trichet erläuterte den Ernst der Lage und sagte, der Interbankenverkehr ist praktisch zum Erliegen gekommen und auf den Märkten breitet sich Panik aus. Die EZB hat also entschieden, noch mehr Geld zu drucken, um Schulden von EU-Staaten auszugleichen. Manche namhafte Ökonomen warnen vor einer Inflation, davor, dass die Renten und Ersparnisse der Menschen dramatisch an Wert verlieren könnten. Wir brauchen keine Banken, die ihre Geschäfte an der Realwirtschaft und am Sparer vorbeimachen, sondern wir brauchen Banken, die das edle Geld des Sparers vernünftig und produktiv anlegen und damit der eigenen Wirtschaft helfen. Das ist ihr Auftrag, zu dem müssen sie zurückgebracht werden. Dieser Auftrag kann national erfüllt werden, er muss national erfüllt werden. Und das schwächste Glied in dieser Kette ist eine intereuropäische Gemeinschaftswährung wie der Euro. Denn der Euro verleitet alle Euro-Staaten dazu, zulasten anderer Geschäfte mit der Inflation zu betreiben. Also für den Euro stellen sich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ruiniert ihn über die Inflation, dann ist er kaputt. Oder man löst ihn rechtzeitig auf, bevor die Katastrophe in den einzelnen Ländern überhand nimmt. Deswegen, so leid es mir tut, führt kein Weg aus der Auflösung des Eurosystems zurück. Wir brauchen wieder nationales Geld. Am 11. September wurde Amerika überfallen. Nicht von Osama bin Laden und seinem Al-Qaida-Netzwerk, bewaffnet mit Teppichmessern aus einer Höhle in Afghanistan gesteuert, sondern von einer Truppe von Tyrannen, die schlichtweg alles täten, um Amerika im Würgegriff zu halten. Wenn die Einzelheiten des 11. September bewiesenermaßen erlogen waren, dann ist die Glaubwürdigkeit der gesamten Amtszeit der Bush-Regierung fraglich. Ich denke nicht, dass irgendjemand hätte vorhersagen können, dass diese Leute ein Flugzeug nehmen und es ins World Trade Center knallt. Zumindest niemand in unserer Regierung und ich glaube auch nicht in der vorigen Regierung konnte sich vorstellen, Flugzeuge in Gebäude dieser Größe zu fliegen. Das stellt sich aber als falsch heraus. US-Militärplaner haben sich genau diese Szenarien nicht nur vorgestellt, sondern auch geprobt. Der American Airlines Flug Nummer 77 stürzt in das Pentagon. Wenn die mit einer Geschwindigkeit von 800 Kilometern in der Stunde in ein Gebäude krachen, wo sind die Einschlagspuren? Wo sind die Motoren selbst? Die 757 ist offenbar komplett im Gebäude verschwunden. Der Südturm des World Trade Centers stürzt ungefähr innerhalb von 10 Sekunden ein. 29 Minuten später folgt dasselbe mit dem Nordturm, auch innerhalb von 10 Sekunden. Die offizielle Erklärung ist, dass herabfallende Trümmerteile vom Nordturm eine Reihe von schlimmen Feuern im Innern des Gebäudes Nummer 7 ausgelöst haben. Wenn das stimmt, wäre es der dritte Stahlträgerwolkenkratzer der Geschichte, der wegen Feuer und Beschädigungen einstürzt. Die ersten beiden wären die Zwillingstürme. Wie lange wird die amerikanische Öffentlichkeit, wird die Welt auf die Wahrheit über 9/11 warten? Es war ein amerikanischer Staatsstreich, eine gewaltige, aggressive Machtergreifung und eine Umformung sowohl der Außen- als auch der Innenpolitik. Wer möchte schon in einem europäischen Einheitsstaat leben, dessen Strukturen mit Prinzipien freiheitlicher Demokratie, mit Prinzipien einer Republik in keiner Weise vereinbart sind,
die einen zunehmenden diktatorischen Charakter hat, die den Völkern die eigene Leistung nicht belässt. Wer möchte schon in einem Lande leben, in dem die Todesstrafe möglich ist und in der Gefahr läuft, bei Demonstrationen, die als Aufruhr gewertet werden, durch die Polizei, möglicherweise sogar die Polizeikräfte eines anderen Landes, die nämlich dann eingesetzt werden können, eben getötet zu werden. Ich denke, dass nur die Nationalstaaten eine Chance haben, demokratisch zu sein, eine Chance haben, den Rechtsstaat zu verwirklichen, eine Chance haben, sozial zu sein. Die von Ihnen als Währungsmanipulatoren bezeichnet werden. Nehmen wir an, China wette den Yuan auf. Glauben Sie, dass die Amerikaner dann den Exportmarkt in Schwung bringen werden? Falls sie ihn wirklich erhöhen, werden sie mehr von allem kaufen, weil ihr Geld mehr wert ist. Mehr Gold, mehr Kapitalanlagen. China hat seine Währung manipuliert, indem es sie an den US-Dollar gekoppelt hat. Aber diese Koppelung ist es, die es den Amerikanern ermöglicht hat, ihren Lebensstandard so lange künstlich hochzuhalten. Falls China auf die amerikanischen Politiker hört und seine Währung aufwertet, werden die Amerikaner nicht länger in der Lage sein, Billigwaren aus China zu importieren. Amerikanische Politiker wollen die Aufwertung der chinesischen Währung, weil sie glauben, dadurch würde sich unser Handelsdefizit reduzieren. Selbstverständlich würde unser Handelsdefizit schwinden, wenn wenige Waren aus China importiert werden. Aber es würde nicht zu der beabsichtigten Steigerung der Exporte kommen. Früher gab es in den USA Firmen wie RCA und Zenith, die TV-Geräte herstellten. Der vertrauenswürdigste Name im Fernsehgeschäft. Aber heute ist keine der Fabriken mehr übrig. 1910 wurden 70% der Damen- und 40% der Herrenkleidung in New York hergestellt. Heute existiert in New York keine Textilindustrie mehr und 34,5% der in den USA verkauften Kleidung wird aus China importiert. Anstatt in die Wiederbelebung unseres Produktionsstandortes zu investieren, gibt die US-Regierung gegenwärtig $1 Billion jährlich zur Unterhaltung weltweiter Militärstützpunkte in 140 Ländern aus und finanziert nicht Essen auf $3 Milliarden. Und es wurde geschätzt, dass die jährlichen Kosten auf $12 Milliarden im Jahr 1990 steigen würden. Die tatsächlichen Kosten betrugen 1990 $107 Milliarden. 792% mehr als vorausgesagt. Und heute belaufen sich die jährlichen Kosten auf $408 Milliarden. Zu Beginn des Irakkrieges 2003 veranschlagte das Weiße Haus die Gesamtkosten des Krieges auf 50 bis 60 Milliarden Dollar. Tatsächlich hat er bereits $713 Milliarden gekostet, mehr als 1000% mehr als geplant. Das Congressional Budget Office schätzt, dass die kürzlich verabschiedete Gesundheitsreform innerhalb der nächsten 10 Jahre Kosten in Höhe von $940 Milliarden verursachen wird. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit ist aber zu erwarten, dass sie sich in diesem Zeitraum auf mehrere Billionen Dollar belaufen werden, was sie zum letzten Nagel im Sarg der US-amerikanischen Wirtschaft werden lässt. Es ist ein schlechtes Gesetz. Es wird den Bankrott dieses Landes beschleunigen. Und das amerikanische Volk muss sich dem stellen. Es wird uns finanziell derart zugrunde richten, dass dieses Volk sich wird entscheiden müssen, ob es in einem freien Land leben will oder in einem totalitären System. Bis heute hält sich unsere Wirtschaft über Wasser, dank des Status des Dollars als weltweite Reservewährung und der Möglichkeit, unbegrenzte Geldmengen von China zu leihen. Jahrelang ist es Amerika gelungen, die Chinesen zu überzeugen, ihre fällig werdenden Staatsanleihen einschließlich Zinsen in große Mengen neuer Anleihen zu investieren. Aber 4 Monate in Folge hat China nun seine Bestände an US-Staatsanleihen reduziert und wird deshalb von den USA der Währungsmanipulation bezichtigt. Wir erleben einen Kampf zwischen den USA und den Chinesen. Wollende Kriege in Ländern wie dem Irak. Boom!
Krieg um Krieg führen, jährlich Billionen aus uns herauspressen, um unser Imperium zu finanzieren und mit 700 Stützpunkten in 140 Ländern präsent zu sein. Es sind immer die finanziellen Probleme, die Imperien in die Knie zwingen. Und wir befinden uns gegenwärtig in einem finanziellen Chaos. Es sollte für jeden offensichtlich sein, dass weder China noch Indien noch Russland irgendein Interesse an einem amerikanischen Erfolg in Afghanistan haben. Der Krieg wird endlos weitergehen. Es ist gut möglich, dass die Situation in der ganzen Region eskaliert. Und sobald Krieg ausbricht, liegt üblicherweise die Preisgrenze für Rohstoffe irgendwo in den Wolken. Der Ölpreis erreichte trotz abnehmender Nachfrage aus den Industrieländern im Juli 2008 ein Hoch von $147 pro Barrel. Der Kongress veranstaltete eine Anhörung über die Ursachen der steigenden Ölpreise, ohne zu realisieren, dass es die eigene Defizitfinanzierung war, die den Preis in den Himmel schießen ließ. Als der Ölpreis $147 pro Barrel erreicht hatte, betrug die Arbeitslosenquote lediglich 10,5%. Durch Einschränkungen bei den zur freien Verfügung stehenden Ausgaben konnten die meisten Familien sich weiterhin Benzin leisten. Wenn der Ölpreis das nächste Mal auf $147 pro Barrel steigt, gibt es möglicherweise doppelt so viele arbeitslose Amerikaner. Familien werden keine finanziellen Mittel mehr zur freien Verfügung haben, an denen sie sparen können. Die durchschnittliche amerikanische Familie könnte gezwungen sein, weniger zu essen und Heizung und Klimaanlage abzuschalten, nur um sich Benzin für ihr Auto leisten zu können. Während hauptsächlich aufgrund gestiegener Preise die US-Verbraucherausgaben 5 Monate in Folge angestiegen sind, ist die Sparquote mit. Aber wie kann es eine wirtschaftliche Erholung geben, wenn die Arbeitslosigkeit einschließlich unfreiwillig nur Teilzeitarbeitender sich mit 16,9% noch immer auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten befindet? Die Wahrheit ist, unsere Wirtschaft erholt sich keineswegs. Die Preise steigen lediglich durch Inflation. Unsere Wirtschaft wird eingeschmolzen und kocht gleichzeitig über. Melt-up. Die Federal Reserve Bank hat über 17 Monate den Zinssatz auf 0% gehalten. Unser Finanzsystem ist mit Billionen frisch gedruckter Dollars überflutet worden. Im vergangenen Jahr, in dem die Wall Street extra Boni in Rekordhöhe verteilte, ist es jenen, die Zugriff auf das billige Geld der Fed haben, gut ergangen. Auf Kosten der restlichen Bevölkerung, die mehr und mehr auf Arbeitslosengeld und Essensmarken angewiesen ist. Gegenwärtig empfangen 39,4 Millionen Amerikaner Essensmarken, 22,4% mehr als ein Jahr zuvor. Der Bezug von Essensmarken ist seit 14 Monaten ständig gestiegen. Im Jahr 2009 haben amerikanische Bürger Transferleistungen in Höhe von $2,1 Billionen erhalten, was exakt den $2,1 Billionen entspricht, die sie an Steuern gezahlt haben. Im Jahr 2010 wird die Regierung mehr Geld für Sozialleistungen ausgeben, als sie an Steuern einnimmt. Und das Haushaltsdefizit wird voraussichtlich $1,6 Billionen erreichen. Die staatlichen Ausgaben sind derart außer Kontrolle geraten, dass selbst eine Besteuerung des Einkommens in Höhe von 100% nicht ausreichen würde, das Haushaltsgleichgewicht wiederherzustellen. Niemand will zugeben, dass dieser Staat bankrott ist. Aber sie geben weiter Geld aus. Je schlimmer es wird, desto mehr geben sie aus. Dass das nicht ewig gut gehen kann, schreien die Spatzen von den Dächern. Als 1966 die öffentliche Krankenversicherung eingeführt wurde, beliefen sich die Kosten. Dieses Video wird um die Welt gehen. Sehen Sie es sich an. Die Reformen, die ich vorschlage, beziehen sich nicht auf jene, die sich illegal hier aufhalten. Lüge! Wir unterbrechen unser Programm für folgende wichtige Nachricht. Den vollständigen Zusammenbruch des Systems. In dieser Situation versuchen Regierungen normalerweise, ihre Schulden durch Inflation Herr zu werden. Welche Möglichkeit haben die USA beim nächsten Mal? Sagen wir 2012, 2011 oder 2010. Was werden die USA tun? Ihre Schulden erneut verfünffachen? Die Regierung beabsichtigt, die Währung abzuwerten. Und wer leidet darunter am meisten? Die Armen, weil die Preise steigen.
Erinnern Sie sich, die keynesianische Antwort auf Rezessionen lautet, erhaltet den Boom aufrecht, irgendwie. Haltet die Zinsen so niedrig wie möglich. Hauptsache, er wird angeheizt. Es gibt keinen Grund für uns, von diesem Zug nicht abzuspringen, selbst wenn er auf einen Abgrund zurast. Wenn wir weiterhin die Wirtschaft stimulieren, Geld drucken und mit den Rettungsaktionen fortfahren, dann werden wir in ein paar Jahren eine Währungskrise haben. Der Dollar wird zusammenbrechen und unsere Lebenshaltungskosten außer Kontrolle geraten. Der Dow Jones ist seit seinem Tiefstand im März 2009 um 70% gestiegen. Der Ölpreis ist seit seinem Tief im Februar 2009 um 86% gestiegen. Der Preis für Kupfer seit seinem Tief Dezember 2008 um 172%. Die Preise nahezu aller Aktien und Rohstoffe sind in den Himmel geschossen, weshalb Wirtschaftsanalytiker behaupten, die Rezession sei vorüber und die Wirtschaft erhole sich.